Eigentlich wollte ich mich jetzt ganz entspannt hinsetzen und ein paar Texte für das neue Buch schreiben. Dann kam ein Evernote-Update, es gibt ein paar News, die ganze Sache rund um Vorlagen und Templates in Evernote wurde verbessert. Und weißt du was? Statt das Buchkapitel zu schreiben, schaue ich mir mit euch jetzt an, was Templates in Evernote denn sind, was sie können und wie du sie benutzt. Los geht's. Okay, in Evernote angekommen, siehst du, dass ich mir gerade ein paar Bücher über digitalen Minimalismus geklippt hatte, weil ich ja gerade selbst ein Buch darüber schreibe und das war jetzt noch so ein bisschen Hintergrundrecherche und da kam jetzt eben die Info, dass Vorlagen neu gekommen sind. Also, Vorlagen oder Templates in Evernote machst du, indem du auf eine neue Notiz klickst und das ist jetzt nichts Neues, dass du dann statt einfach anfangen zu schreiben, kannst du hier dir eine Vorlage auswählen. Es gibt einmal weitere hinzufügen und entdecke mehr Vorlagen und es gibt auch nur die empfohlenen Vorlagen. Ich finde das Wording ein bisschen seltsam. Empfohlene Vorlagen, weitere hinzufügen, entdecke mehr. Oh, gut, okay. Also, bei den empfohlenen Vorlagen gibt es so Standardzeug. Also, zum Beispiel ein Wochenplan, eine Tagesreflexion, Meeting Notes, ein Projektplan und so weiter. Ich finde das ein bisschen unglücklich, dass ausgerechnet diese Vorlagen hier empfohlen werden. Das ist null individualisiert. Ich habe davon keine jemals benutzt. Die will ich also nicht haben. Wenn ich dann aber auf weitere Vorlagen gehe, dann kommt plötzlich zum einen eine Vorlagengalerie. Da ist noch viel, 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 viel mehr drin. Ganz ehrlich, da ist so viel drin, dass ich gar keine Lust habe, mir die alle anzuschauen. Und wenn du guckst, die sind jetzt stellenweise 4 Jahre alt und 2023 gab es auch nochmal einen Anflug von Evernote, bei den Vorlagen ein bisschen besser zu werden. Und hier ist jetzt das, was ich eigentlich suche, nämlich die eigenen Vorlagen. Und bei den eigenen Vorlagen hatte ich mir in der Vergangenheit diverse eigene gemacht. Also zum Beispiel hier hatte ich mal eine Vorlage für eine Podcast-Folge, die brauche ich jetzt nicht mehr, sondern nehme jetzt mal hier meine Vorlage für Podcast-Folgen im Jahr 2025. Wenn ich die jetzt hier importiere, dann siehst du, wie ich mir meine Podcast-Notiz vorgestellt habe. Also da kommt das Skript hin, dann brauche ich eine Beschreibung, eine Videobeschreibung. Hier kommt der Link der fertig produzierten Folge hin und dann sind hier oben die Dinge, die ich zu erledigen habe. So, und den Kern von Vorlagen hast du damit verstanden. Bei einer Vorlagengalerie hast du einfach den Vorteil, dass du dir eine leere Notiz nimmst, die aber nicht leer bleibt, sondern die vorgefüllt wird. Vorgefüllt mit einer von Evernote definierten Vorlage, zum Beispiel diesen Meeting-Notizen, oder vorgefüllt mit deinen eigenen Vorlagen. Nochmal, diese Evernote-Vorlagen habe ich quasi nie benutzt, weil mir die nie individuell genug gewesen sind. Was du dann aber machen kannst, ist, du kannst mit der Evernote-Notiz anfangen, kannst feststellen, dass die dir gar nicht gefällt und kannst sie dann für deine Zwecke anpassen. Und genau das machen wir jetzt. Erstmal Schluck Espresso. Diese Vorlage, das ist jetzt zwar meine eigene, die ist aber unvollständig, da fehlt was. Da habe ich damals, als ich die als Vorlage gespeichert habe, habe ich hier mitten im Satz aufgehört und ich weiß gar nicht warum. Das könnte jetzt aber genauso gut eine der von Evernote zur Verfügung gestellten Vorlagen sein, die ich mir gerade importiert habe und gerade gemerkt habe, dass sie nicht für mich passt. Also passe ich sie jetzt an. Ich sage also zum Beispiel Upload zu YouTube, das ist das, was hier gefehlt hat, und Upload zu Spotify. Jetzt habe ich die Notiz für mich angepasst, ich habe sie für mich verbessert und ich möchte, dass diese Notiz künftig als neue Vorlage benutzt wird. Also klicke ich hier oben auf die drei Punkte und habe dann als Vorlage speichern. Jetzt kriegt die einen Namen, ich nenne jetzt mal Podcast 2025, weil meine andere Vorlage auch schon so hieß, nenne ich sie jetzt mal korrigiert. Ich klicke auf Speichern. Wenn ich jetzt eine neue Notiz anlege und dann nochmal, also ich würde mir eigentlich wünschen, dass der erste Button hier eigentlich meine Vorlagen wären, aber das sind sie nicht. Also ich klicke auf Entdecke mehr Vorlagen und dabei entdecke ich eigentlich meine eigenen Vorlagen. Und jetzt siehst du die ursprüngliche Vorlage und die korrigierte. Und die ursprüngliche, die kann ich jetzt löschen. Und die hier kann ich umbenennen und kann das korrigiert draus machen. Und du siehst, was jetzt leider fehlt. Es fehlt leider ein Mechanismus, um Vorlage zu bearbeiten. Also ich kann die Vorlage nicht direkt bearbeiten. Ich muss sie momentan anwenden, editieren, neu ablegen,
alte Vorlage löschen und ab dann habe ich die fehlerkorrigierte Vorlage. Und dazu, das nervt, aber das lohnt sich. Wirklich, wenn du wiederkehrende Notizen hast, dann nimm dir die Zeit, diese gemeinsame Struktur herauszuarbeiten, denn das spart jedes Mal Zeit. Glaub mir, was du nicht willst, ist jedes Mal bei einer leeren Notiz zu starten und jetzt gerade hier beim Podcast, dass ich jedes Mal dran denken muss, was alles zu tun ist. Also ich muss zum Beispiel, ich darf das Thumbnail nicht vergessen. Ja, ich darf nicht vergessen, ein kleines Vorschaubildchen zu machen. Und das ist hier ein eigener Punkt. Und gerade wenn man mit so Checklisten arbeitet, will man nichts vergessen. Und damit so Checklisten zuverlässig funktionieren, leg dir Checklisten und Ähnliches in eine Vorlage. So, jetzt schauen wir uns aber mal eine Sache an, die die Vorlagen auch noch nicht so gut können. Dazu aktiviere ich jetzt ganz kurz nochmal diese Podcast 2025 Vorlage und jetzt habe ich die Angewohnheit, dass ich neuen Podcast-Folgen, die gerade entstehen, immer dieses Etikett 1 Content Idee gebe. Und jetzt möchte ich vielleicht, dass dieser Tag immer zuverlässig in der Podcast-Folge erscheint. Also speichere ich jetzt testweise diese Notiz mal ab und nenne das mal Test mit Tag. Klicke auf Speichern, lege jetzt eine neue Notiz an, gehe wieder auf Entdecke mehr Vorlagen, um auf meine Vorlagen zu kommen. Hier ist der Test mit Tag, ich aktiviere ihn und du siehst, der Tag hier unten fehlt leider. Und das hat mich eine Zeit lang richtig gestört, denn zu so einer Podcast-Folge gehört ja auch für mich relativ häufig der LinkedIn-Post und der Blog-Post. Und das könnte ich jetzt hier über Aufgaben notieren. Ich habe aber lange Zeit mir angewöhnt, dass ich die Tags Blogpost fehlt und, na gut, LinkedIn habe ich jetzt nicht mehr, aber Newsletter, genau, Newsletter fehlt. So, das hatte den großen Vorteil, dass ich nicht in der Aufgabenliste geguckt habe, wo steht denn überall Blogpost fehlt als Aufgabe, sondern ich konnte nach diesem Tag filtern lassen. Also ich war in Schreiblaune, ich habe gedacht, okay, ich könnte jetzt ja einen Blogpost schreiben. Dann habe ich auf das Tag Blogpost fehlt geklickt. Dann wurden mir alle Notizen aufgelistet mit Blogpost fehlt. Und dann habe ich mir eine ausgesucht, wo ich den Blogpost schreibe. Wie habe ich das dann gelöst? Naja, am Anfang habe ich tatsächlich in meine Vorlage hier oben eine Aufgabe reingeschrieben, die hieß Labels Blogpost, ich kürze jetzt mal ab, und hinzufügen. Das heißt, wenn ich dann die Vorlage aktiviert habe, ich wusste zwar, dass die Labels hier unten nicht aktiviert werden, aber dass hier oben die Aufgabe aktiviert wird und ich dann nicht vergesse, die Labels hinzuzufügen. Und weil ich es jetzt gemacht habe, könnte ich es jetzt abhaken. Das ist aber relativ nervig. Deswegen habe ich mir eine Zeit lang eine andere Vorgehensweise angewöhnt. Und zwar, da habe ich das hier rausgestrichen und habe hier oben gesagt, Vorlage, Podcast-Folge. Das habe ich in der Vorlagengalerie gespeichert. Und wenn ich jetzt eine neue Podcast-Folge machen wollte, habe ich hier oben nach Vorlage gesucht. Und wenn ich jetzt auf Überall gehe, dann zeigt er mir alle Vorlagen, die ich jemals angelegt habe. Und da gibt es unter anderem die Vorlage Podcast-Folge, das ist die ich gerade angelegt habe, und noch meine historische Vorlage. Und was du dann machen kannst, ist eine Kopie erstellen. Okay, Vorführeffekt, guck mal, in der damaligen Originalvorlage sind die Labels gar nicht drin. Deswegen gehe ich doch jetzt nochmal auf die Vorlage, die ich mir gerade eben angelegt habe. Das ist Vorlage Podcast. So, und dann habe ich also die Vorlage geöffnet und bin dann auf Kopieren nach, habe dann die Inbox ausgewählt. Achso, das liegt schon in der Inbox, das macht er gerade nicht. Warum kopiert das mir nicht in die Inbox, wenn schon da drin ist? Egal, dann mache ich das jetzt eben hier rein. Neue Notiz wurde angelegt. Da ist sie. Ich klicke drauf. Hier ist sie. Die Tags sind schon da und ich kann jetzt weiter daran arbeiten. So, und damit haben wir die Zusammenfassung. Aber Achtung, es kommt gleich noch ein kleiner Nachteil. Wenn du also Notizen hast, in denen du häufig editierst als Vorlage und wo du mit Tags arbeiten willst und du willst es einfach editieren können und diese Tags immer kopiert haben, dann legst du dir die Notiz einmal an, benennst sie irgendwie nach Vorlage und erstellst dann Kopien von dieser Notiz. Wenn du die Notiz nicht ständig änderst
und oder nicht ständig oder keine Tags brauchst, die da unten drin stehen, dann würde ich die Notiz aber in die Vorlagengalerie legen. Das ist ein bisschen fummeliger, aber das ist eigentlich der saubere Weg, wo das hinkommen sollte. So. Ein Grund, warum ich irgendwann damit aufgehört habe, die Notizen als eigene Notiz liegen zu lassen und komplett zur Vorlagengalerie übergegangen bin, war der folgende. Den zeige ich dir gerade noch kurz. Und zwar, du siehst, dass ich jetzt hier in meiner Vorlage eigentlich mit Checkboxen gearbeitet habe. Wenn du aber die Aufgabenfunktion von Evernote benutzt, dann würdest du das ja so anlegen, direkt mit Aufgaben. Und das Ding ist jetzt, dass wenn ich jetzt in Evernote auf die Aufgaben klicke, dann siehst du, dass die Aufgaben aus der Vorlage jetzt auch hier drin sind. Aber die hake ich ja niemals ab, weil sie in der Vorlage stehen bleiben. Also was du entweder tun musst, ist, du musst in dieser Notiz, ich gehe nochmal drauf, du musst es in dieser Notiz also lassen, das als Aufgabe anzulegen. Du musst dabei bleiben, sie als Checkbox zu lassen. Und dann, wenn du die die Notiz kopierst, dann musst du die, sorry, dann musst du diese Checkboxen, ich deute es nochmal gerade kurz an, diese Kontrollkästchen, Task 1, Task 2 und so weiter. Also die lässt du in der Vorlage als Kontrollkästchen. Und wenn die Vorlage kopiert ist, dann erst machst du Aufgaben daraus. Ganz klar, ich kann nicht damit leben, wenn ich Aufgaben in Evernote verwenden würde, was ich nicht tue, dann könnte ich nicht damit leben, dass die Aufgaben aus den Vorlagen auch in der Aufgabenliste stehen. Das will ich nicht und deswegen habe ich irgendwann für mich entschieden, als ich eine Zeit lang doch ein bisschen mit Evernote-Aufgaben experimentiert habe, ich dachte, nee, das stört mich so sehr, ich packe es in die Vorlagengalerie. Stand heute könnte ich es auch wieder in die Vorlage packen, weil ich die Aufgaben eh so gut wie nicht benutze. Das waren jetzt doch einige Minuten. Der restliche Kaffee ist jetzt halb kalt. Das war's, was ich dir über Vorlagen in Evernote zeigen wollte. Ich hoffe, es ist was Nützliches dabei gewesen für dich und schreib mir doch mal in die Kommentare, welche Vorlagen du dir in Evernote angelegt hast und welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Bis zum nächsten Mal.